beim Sport und kommen zu einem sehr, sehr erfolgreichen Club, den Mannheimer Adlern. Die haben nämlich mittlerweile zwei Wochenende überstanden ohne Niederlage. Am Freitag gab es einen 3:2-Erfolg in Nürnberg und am Sonntagabend zu Hause gegen die Iserlohn Roosters ein 5:2. Und dabei hat sich ein Mann ganz besonders gefreut, der die ganze Zeit nämlich noch kein Tor geschossen hatte. 488 Minuten musste Jochen Hecht warten, dann endlich traf der 27-Jährige zum ersten Mal in dieser Saison. Eine Erlösung für den gebürtigen Mannheimer, der nur wegen des Streiks in Nordamerika für die Adler aufläuft. Er hat mit anderen Spielern auch sehr, sehr gut gespielt. Ihm fehlte halt irgendwo das Tor. Er hatte sehr viel Pech im Abschluss. Und bei jedem Stürmer ist es so, egal in welcher Liga man spielt, wenn man ein Tor schießt, dann klappt das halt. Und das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Die Iserlohner begannen völlig überraschend sehr offensiv und hatten die Mehrzahl an Chancen im ersten Drittel. Sie scheiterten aber immer wieder am erneut glänzenden Cristobal Uye im Adlertor. Trainer Helmut de Raaf ziemlich angespannt, obwohl sein Team zu Beginn des zweiten Abschnitts nachlegte. 33 Sekunden war das Drittel alt, da lag die Scheibe erneut im Roosters Tor. Devin Edgerton, der Torschütze, nach toller Vorarbeit von Jochen Hecht und vor allem Jason Podolen. Nun begann die Partyzeit im Friedrichspark. So einfach und schön kann Eishockey sein. Innerhalb von 48 Sekunden war der Vorsprung Mitte des Spiels aber schon wieder weg. Die Adler, nun unkonzentriert und ein wenig müde, nahmen zu viele Strafen und wurden bestraft durch das 1:2. Die Gäste in Überzahl plötzlich hellwach nach 31 Minuten und 21 Sekunden. Der Ausgleich durch Brian Adams, weder verwandt noch verschwägert mit dem gleichnamigen Rockstar. Nun merkte man den Gastgebern an, dass sie 5 Spiele in 10 Tagen absolviert hatten. Ja, wir hatten das Dienstagspiel dazwischen, viele Reisen, das kommt hinzu. Nicht nur die Spiele, sondern auch eben die Reisen mit Hannover und Nürnberg und in der Nacht jedes Mal zurück. Das bleibt natürlich nicht ganz aus den Sachen raus. Aber wir haben, glaube ich, noch ein ganz gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, das liegt auch am Gegner. Der Gegner war heute sehr, sehr gut und ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das lag mal wieder an der individuellen Klasse einiger Cracks. Andy Delmors Auftritt nach 36 Minuten ein Beispiel dafür. Ein gewaltiger Schuss aus dem Handgelenk. Was hat die Nummer 5 der Adler für einen gewaltigen Bums? Das traf übrigens auch für das Ende des zweiten Drittels zu, als sich die Herren nach einer Rangelei an die Gurgel wollten. Alles nichts Schlimmes, der Unterhaltungswert jedoch war dadurch ziemlich hoch. Im letzten Drittel machte Mannheim den Sack schnell zu und wieder hatte Jochen Hecht seine Hände im Spiel. Und dass er gute und schnelle Hände hat, das bewies er als Vorlagengeber. Wie beim 4:2, herrlich aufgelegt, klasse vollstreckt durch Steve Kelly. 3 Minuten später ein weiteres Beispiel, warum Jochen Hecht letzte Saison bester Scorer bei den Buffalo Sabres war. Mit der Rückhand auf John Tripp. Und wenn dieser Schrank von einem Kerl mal Geschwindigkeit aufnimmt, dann hält ihn nicht mal eine Mauer auf. Der 8. Sieg im 9. Spiel war perfekt. Und wenn sie nur annähernd so weiterspielen, dann werden noch viele Siege dazukommen. Das ist nämlich das beste Team seit vielen, vielen Jahren. Spätestens jetzt sind sie tatsächlich Titelfavorit Nummer 1. Und wo fahren wir jetzt wieder hin? Zur Weinprobe in die Pfalz. Die Adler Mannheim. Mit freundlicher Unterstützung der S-Bahn Rhein-Neckar. Die Bahn macht mobil.